Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zur 194. Folge noch. Also mit der heutigen eingerechnet sind es nur noch 6 Folgen und dann mit die 7. Folge, die Jubiläumsfolge Nummer 200 sein. Mal gucken, ob es da irgendwas Besonderes geben wird, ob die ein bisschen länger sein wird. Wie auch immer, weiß ich nicht, kann ich gerade schwer beurteilen. Aber auf jeden Fall werde ich die sehr bald veröffentlichen, knapp in einer Woche dann. Und ja, bislang, beziehungsweise ich sag schon mal jetzt für alle, die bis hierhin jede Folge geschaut haben oder die Hälfte selbst nur, vielen, vielen Dank. Es ist toll, wenn einen so viele Leute zuschauen. Natürlich sind es nicht 50.000 wie bei der ersten Folge, aber das ist natürlich was anderes. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass ihr immer wieder reinschaut. Ich immer wieder kleine, immer wieder einen Kommentar kriege von Leuten, die schon von den ersten Folgen kenne und dann immer sage, dass sie jede Folge schauen oder weil sie die das nachholen, dann sieht man, dass die halt gerade die Folge geschaut haben, dann sind die bei Folge Nummer 30, 40, 50 schon. Dann denke ich mir so, okay, war jetzt wohl nicht alles falsch. Gut, und wenn ihr noch weitere Folgen von mir sehen wollt oder andere Karrieren oder wie auch immer, dann gucke ich ganz halt nach rechts. Na gut. Dann könnt ihr mir gerne auf Twitch folgen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da. Also nicht hier. Hier ist mein Mikrofon. Sondern unten noch weiter tiefer. Warte. Ich brauche jetzt erstmal mein Mikro. Dann steht da rechts nächstes Spiel B04H. Noch weiter unten. Und dann müsste irgendwo was dann drin stehen. Und ja, da könnt ihr mir gerne folgen. Ich mache häufig mal Let's Play-Aufnahmen. Oder halt. Zum Beispiel diese Folge habe ich bei Twitch gestreamt und gleichzeitig aufgenommen. Praktisch für jede Plattform was Eigenständiges gemacht. Gut, wenn man auch bei den Plattformen ein bisschen dann läuft. Und natürlich mache ich dann auch noch da meine Lechposen-Karriere, die ja noch weitergeführt werden soll und vielleicht auch jetzt schon, wenn die Folge auf eurem Bildschirm flimmert, dann irgendwas anderes, was ich streamen werde. Ich weiß es nicht. Ich hab auf jeden Fall auch mal vor, anders als ein Fotomanager zu zocken. Ja. Gut, dann wollen wir mal. Heute kommt ein absolutes Topspiel gegen Werkself Bayern 04 Leverkusen. Erster gegen Zweiter, wo er später vielleicht Zweiter gegen Dritter, je nachdem wie Leipzig spielen wird. Wahrscheinlich werden die gewinnen. Ich hoffe nicht. Das war gut für uns und schön, als Tabellenerster in die Partie zu gehen. Aber jetzt genug gelabert, ich rück mal fort warm. Sonst dauert es noch 10 Minuten, bis die Partie beginnt. Man of the Match wurde übrigens Christian Pulisic gegen Hoffenheim. Ein Tor, eine Vorlage. Haben 3-1 gewonnen. 17-9 Schüsse. War wieder verdient. Hoffenheim ging mit 1-0 in Führung. Gab einige Probleme, wobei nicht so ganz, aber eher offensiv. Haben wir wenig gezeigt, aber nach dem Führungstreffer ging es. Ich habe einen Doppelschlag dann auch noch von Christian Pulisic, das sind 2-1. Sodass wir mit einer Führung immerhin in die Pause gehen konnten. Was natürlich auch immer sehr angenehm ist. Gut, dann gucken wir mal jetzt, was Leipzig macht. Ich denke mal ein Heimsieg. Ein Unentschieden. Wir sind Erster. 31-31-30. Da muss man aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man eine gute Saison spielt. Denn die beiden Konkurrenten lassen nicht nach und die Bayern, mit denen ist immer zu rechnen. Die sind jetzt zwar 7-8 Punkte zurück, aber die sind natürlich in der Lage, mal 5-6 Spiele hintereinander zu gewinnen, wenn nicht sogar mehr. Die sind 7 Punkte zurück. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Dafür sind ja noch 21 Spiele zu spielen. Und nach Leverkusen kommt Kiel auswärts und dann Olympique Lyonnais. Kai Havertz in 11. Woche. Auf einer Position, wo der eigentlich nicht spielt, aber ich werde mich nicht beklagen. Eine Partie haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Man kann sagen, 6. Und die 7. wäre dann die Winterpause. Okay. Gut zu wissen.
konnten wieder einige Spieler schonen dann gegen Hoffenheim vor und während des Spiels. Nur dass wir gegen Leverkusen natürlich wieder Top 14 werden. Die beiden haben 4-0 gewonnen gegen Stuttgart, also sind jetzt nur noch 4 Punkte. Man sieht, es geht ja schon schnell. Die bleiben auf jeden Fall in Schlagdistanz. An dem Mittwoch ein Bundesligaspiel. Auch recht selten. Sieht man nicht so häufig. Wolfsburg 3-0 gegen Mainz. Und jetzt spielen wir Erster gegen Zweiter. Leipzig spielt in Frankfurt. Okay, Jaden für Christian wieder. Manolo für Isaac geht mal wieder raus. Genau, die Abwehr bleibt so. Havertz, Anelka geht raus. Nabil wieder rein. Ja. Gehen wir mal mit der 11. Wagnermann jetzt mal wieder draußen. Bitte verkraften. Er macht ja trotzdem seine Spiele. Auch wenn er in der Liga jetzt nur 4, aber dafür spielt er. Hat er bislang jedes Champions League Spiel gemacht. 5 Spiele gemacht, einmal nur eingewechselt. Ja, gut. Da bin ich mal gespannt, wie wir es heute machen werden. Wir haben ein Heimspiel, müssen eigentlich dann wieder eine dominante Leistung zeigen können. Aber Leverkusen auch bislang nur mit 8 Gegentreffern. Also natürlich auch sehr defensiv stark. Und mit einer guten, schnellen Offensive gesegnet, kann man schon fast sagen. Hey, ich habe mich gerade da irgendwas gesucht. Aber auf jeden Fall 1-0 nach knapp 40 Sekunden ist Manolo Becerra. Vorlage Jadon Sancho. Manolo Becerra mit einem Kopfball. Gut, ein kleiner Torwartfehler von Kevin Trapp. Ja, das war eine schnelle Führung. Frankfurt führt gegen Leipzig. Das und direkt doch mal deutlich besser aus. Also auch davor gut aus, wir waren Erster, aber hätten wir 3 bzw. 4 Punkte Vorsprung, wenn es dabei bleibt. Aber es sind ja noch einige Spiele zu spielen. Da war direkt mal eine erste gute Chance für Bayern 04. Ich dachte, es würde etwas schwierig werden, dieses defensiv Bollwerk zu knacken. Wird man nicht von Bollwerk brechen, aber es zumindest ein bisschen länger dauern wird. 40 Sekunden, hätte ich nicht mit gerechnet. Und freut mich natürlich sehr, dass Becerra mal wieder ein Tor geschossen hat. Auch wenn natürlich eins. Für ihn ein sehr unübliches Tor. 2-0 Eintracht Frankfurt. Oh, Joshua Zirkzee. Kennt man ja. Hier so ein Talent der Bayern. Weston McKennie. Leo Santos. Der McKennie auf Santos. Weston. Ex-Schalker. Santos. Marco schön rausgespielt auf Ronny Lopez. Wurde auch gepasst von Diallo. Viel Platz für Ronny Lopez. Paulinho. Niklas Stark. Stark gemacht von Niklas. Stark. Oh, gute Freistoßposition. Zum Glück daneben. Auch, diesen Ball verloren. Aber wir bleiben dran. Trotzdem sieht man 4-7 Schüsse, das ist ungewöhnlich bei uns, vor allem Dingen, weil wir ein Heimspiel haben. Ich hätte gerne mal kreativer. Kehre auf Kai Havertz. Schüsschen auf Trapp. Aber bislang noch nicht so viel von uns. Die Hertha führt 1-0 in Freiburg. Oh, direkt ein Ballverlust von Becerra.
Paulinho, Baku, Rest viel Platz. Wenn er den sieht, dann wird es einen Gegentreffer geben. Nicht gut. Der verdiente Ausgleich. Bayern 4 macht das sehr gut. Ronny Lopez ist natürlich ein herausragender Flügelspieler. Wollen mal kurz gucken, ob der eventuell ausgeliehen wurde, aber nein. Oh, super Parade, super Freistoß. Eben von Ronny Lopez. Was hat der denn gekostet? 35,5 Millionen. Ein ganz guter Deal. 5 zu 11 Schüsse. Sieht gar nicht gut aus. Bin unzufrieden. Mehr in die Zweikämpfe gehen. Wenn man so will, die bislang die schlechteste Halbzeit der Saison. Wenn es 1-2 genauso bleibt, würde ich auch sagen, die schlechteste Saisonleistung bislang. Fünf Schüsse für uns und 12 für Leverkusen. Wieder Ronny Lopez. Geht mir viel zu einfach. So, Jaden geht mal raus. Christian hat es gut gemacht. Hoffentlich kann er heute wieder seine gute Leistung bestätigen. Aber erstmal wieder Ronny Lopez mit einem Freischuss auf Paulinho. Daneben. Guerreiro. Wenn ich aus dem Spiel verlassen habe, mitten im Standard. Becerra. Kai Havertz. Wir bleiben am Ball. Arne Meyer. Daneben. Immerhin, immerhin. Wieder ein Standard. Guerreiro. Ab. Aufbau von hinten. Eieiei, gute Grätsche. Ja, du passt drauf, sehr gut. Nur keinen Fehler machen, bitte. Becerra kriegt den Ball irgendwie. Schickt Christian in der Mitte, ist Fiete ab oder auch Kai Havertz. Und Havertz macht das 2:1. Mit dem Kopf wieder. Vorlage Christian. Hat sich die Einwechslung doch jetzt schon gelohnt. Beide Flügel, Mittelspieler auf der linken Seite mit einer Vorlage. Sehr gut. Becerra auf Kai Havertz. So einfach geht das. Wieder ein Doppelschlag. Wieder Kai Havertz. Okay. Das sieht doch mal ganz gut aus. Gut, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen was ändern. Internet raus, Sergio rein. Und Enrique für Meier. Kann man auf jeden Fall loben, die Jungs. Eckball. Kommen jetzt auf stark. Nächste Chance. Halbzeit 2. Viel besser als Halbzeit 1. Becerra wieder mit dem Kopf fest. Der Tag der ungewöhnlichen Treffer. Aber jetzt schon mit 8 Toren. Hat er jetzt schon so viele wie letzte Saison. Die Jungs, die steigern sich. Die Partie Erster gegen Zweiter wird, so wie es bislang aussieht, für uns positiv in Änderung bleiben. Becerra, schöne Drehung. Das ist der Manolo, den ich mag. Und heute die zweite Partie hintereinander, wo er mal wieder offensiv gut in Erscheinung tritt.
Und wir mit zwei Scorerpunkten. Gomez kommt, bleibt dabei, sehr schön. Kai Havertz. Brasilianer Matheus Enrique. Gomez schön raus auf Guerreiro. Christian. Auf Kai Havertz. Kopfball-Hattrick Kai Havertz. Zweite Vorlage Christian. Das sind aber merkwürdige Treffer. Was ist das denn? Da gibt es immer Havertz ein Spielpause. Einmal darf er nicht spielen. Ne? Kommt er wieder rein. So in etwa. 4:1 nach dieser doch sehr schlechten ersten Halbzeit. Gut, es ist nicht die schlechteste Partie der Saison. Das nicht. Dafür war das vor allen Dingen auch defensiv in den zweiten 45 Minuten deutlich besser und offensiv natürlich. Sowas von. Christian Gomez bleibt aber am Ball. Versucht da jemand zu schicken. Und zwar ihn hier. Wer bist du? Nein. Ich kann dich nicht sehen. Nein! Ach man, jetzt haben wir schon 10 Gegentreffer. Aber man muss sagen, wir haben trotzdem Leverkusen 4 Treffer eingeschränkt. Die Hälfte von dem, was sie bislang kassiert haben. Nun gut. Abpfiff. Das Wichtigste, wir gewinnen die Partie. Man of the Match natürlich Kai Havertz. Mit seinem Kopfball-Hattrick. Perfekt, hat jetzt 9 Saisontreffer. Super. Gut, das wäre es dann wieder von heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War wieder ein bisschen aufregendere Partie. Weil der Gegner auch mal was zu melden hatte. Christian ist gerade in sehr guter Verfassung, macht das auch in dieser Partie perfekt. Es sind 2 Tore, 5 Vorlagen. Ganz gut. Ja. Das war's dann von heute. Und nochmal der Hinweis, ihr könnt mir auch sehr gerne auf Twitch folgen. Link unten in der Videobeschreibung. Ja. Macht's gut und gegen wen geht's nochmal? Genau, morgen geht's dann weiter in Kiel. Kiel ist Tabellen 17. Auf dem Papier eine einfache Sache, aber ihr wisst natürlich, es muss nicht immer einfach sein. Also, nochmal bis dann und habt noch einen schönen Tag.